Die biologische Prothetik nach dem Vorbild der Natur. Hier sind Sie mitten in der spannenden Welt der Zähne und ihrer natürlichen Funktionen. Ein interaktives Infotainment über die biologische Prothetik. Abbeißen, kauen, schlucken, sprechen, Ästhetik. Das komplexe Zusammenspiel der Zähne beim Verarbeiten der Nahrung ist ein einzigartiges Erlebnis. Hier wird das menschliche Kausystem detailliert und aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet. Jeder Mensch ist einzigartig, seine Erscheinung, seine Mimik, seine Ausstrahlung. Auch unsere Zähne sind so individuell wie ein Fingerabdruck. Und doch gibt es Gesetzmäßigkeiten, welche sich im natürlichen menschlichen Gebiss immer wieder finden lassen. Zum Beispiel die typische Verteilung der Kontaktpunkte innerhalb einer definierten Variationsbreite. Im Durchschnitt findet man 20 Kontaktpunkte pro Kiefer im Seitenzahnbereich, 10 in einem Quadranten mit einer Bandbreite von 6 bis 14 Punkten. Die Kontaktpunkte befinden sich vorwiegend auf den Arbeitshöckern, das heißt im Oberkiefer auf den palatinalen Höckern und im Unterkiefer auf den Bukalen. Vorwiegend befinden sie sich auf den inneren Abhängen auf unterschiedlichen Höhen. Auf den inneren Abhängen der Scherhöcker findet man weniger Kontakte. In der Front ist der Kontakt eher ein leichter Berührungskontakt mit durchschnittlich 5 Kontaktpunkten. Bei physiologischer Kautätigkeit bleibt die Morphologie der Zähne bis ins hohe Alter erhalten. Die Bewegungen des Unterkiefers werden neuromuskulär gesteuert. Der Mensch findet seine physiologische Zentrik mühelos immer wieder. Es gibt also keine zahngeführten Exkursionsbewegungen, weder frontal noch lateral, sondern nur zentrische Punktkontakte auf den Seiten- und Frontzähnen. Bei der Stellung der Frontzähne spielen ästhetische, phonetische und funktionelle Gesichtspunkte eine Rolle und erlauben dennoch die gewohnte Vielfalt der Natur. Der Zahnarzt Dr. Eugen End entwickelte die biologische Prothetik nach diesen Gesetzmäßigkeiten, welche er durch empirisches Erforschen natürlicher Gebisse entdeckte. Die Umsetzung dieser Methode in der Totalprothetik wird als interaktives Infotainment für den Zahnarzt und den Zahntechniker Schritt für Schritt vermittelt. Dabei besticht die biologische Prothetik nicht nur durch ihre Ergebnisse, sondern auch durch die hohe Effizienz und Sicherheit. Der Natur nachempfundene Zähne eignen sich ideal für die Umsetzung der einfach anwendbaren und im Ergebnis überzeugenden biologischen Prothetik nach Dr. Eugen End. So schafft die biologische Prothetik nach dem Vorbild der Natur eine optimale Funktion und natürliche Ästhetik und damit sehr zufriedene Patienten.